Guten Morgen zum Wetter an diesem Dienstag. Wir müssen heute und morgen, das sage ich gleich mal, mit sehr ungerechten Wetterverteilungen leben. Ich hoffe, da wird jetzt nicht der eine neidisch auf den anderen, denn es gibt viel Sonnenschein für die einen und fast keinen für die anderen. Da liegen wir immer noch in diesen unwetterartigen Starkregenfällen rum. Und ich glaube, gerade wir hier im Norden müssen uns dann auch mal den Menschen annehmen, die etwas südlicher wohnen, eben in diesem tristen Starkregengedöns, was da eben immer noch so rumlungert. Aber das wird dann nach Mittwoch auch ausgeräumt und dann wird es auch bei euch schön sommerlich warm und vor allem deutlich sonniger. Und wir müssen uns auch nochmal über dieses Hitzehochgedöns hier unterhalten, was ja am Sonntag im europäischen Modell aufgetaucht ist. Ein riesiges Warmluft-Hochdruckgebiet eben über Deutschland und Mitteleuropa. Das ist auch immer noch so drin. Aber das amerikanische Modell möchte da ehrlich gesagt nicht so mitspielen. Das denkt sich so, nö, mit Hitze habe ich überhaupt nichts am Hut, will ich nicht, mache ich nicht, gibt's mit mir nicht. Wir gucken uns mal beide Läufe an, die aktuellsten, gehen aber jetzt erst einmal auf die aktuelle Großwetterlage. Und da ist ja vor allem im Nordwesten diese Hochdruckzone jetzt im Gange, die ja gestern schon für Wetterberuhigung gesorgt hat. So ruhig, dass eigentlich nichts mehr geht in Sachen Windgeschwindigkeiten. Und das hat eben auch dazu geführt, dass dieser Wolkenteppich, der ja gestern über Deutschland lag, nur sehr langsam, aber sicher abgezogen ist. Er ist dann aber abgezogen und hat dann im äußersten Nordwesten schon einen wolkenlosen Himmel mit viel Sonnenschein gebracht. Allerdings, wir haben immer noch dieses Tief hier liegen und dieser Übergangsbereich, der bringt eben viele Wolken und eben auch noch diese etwas labilere Luft, die vor allem in den Mittelgebirgen heute nochmal wieder für teils unwetterartigen Starkregen sorgen wird. Vor allem vom Sauerland zum Harz am Nachmittag punktuell ortsfeste Niederschläge. Da kann es also mal richtig runterschütten. Ein paar Kilometer weiter passiert nichts, ist also auch wieder nicht für alle, sondern nur für einige wenige. Grundsätzlich ist es allerdings ja, vom mittleren Westfalen eben bis an die Mittelgebirge heran nochmal recht wolkig, während wir im hohen Norden, sprich von der Nordsee bis zur Elbe, an die Weser ran und auch so Richtung Celle und Lüneburger Heide meist wolkenlosen Himmel haben. Hier werden auch sommerliche Temperaturen erreicht. 25 Grad sind hier in Hamburg durchaus möglich. In den übrigen Gebieten mit ein paar Quellwolken wird es aber auch gar nicht mal so unschön. 23 bis 24 Grad gibt es hier und mit den Wolken, ja, da dümpeln wir so bei um 20 Grad rum. Der Mittwoch, auch da müssen wir noch etwas, nett sein mit unseren Kollegen hier im Schattenbereich, würde ich sagen. Wieder vom Sauerland bis zum Harz, teils unwetterartige Starkregenfälle, lokal mit Überflutungsgefahr, wie in den letzten Tagen auch. Nicht für jeden was dabei, sondern nur für einige, wirklich wenige. Tendenziell lassen die dann aber Gott sei Dank mehr und mehr nach. Es lockert dann auch hier auf. Wo wir überhaupt gar keine Wetterprobleme haben, ist weiterhin im Norden. Von der Nordsee bis an die Elbe heran und Richtung Bremen, fast bis nach Hannover unter wolkenlosen Himmel. Temperaturen 24 bis 27 Grad, eben auch in Westfalen wird es langsam aber sicher immer schöner. Auch hier mit sommerlichen Temperaturen, was möchte man mehr? Und der Donnerstag, ja, da habt auch ihr es im Schattenreich überstanden. Auch hier kommt dann deutlich mehr die Sonne zum Zuge, die Temperaturen steigen dann auch hier deutlich an. Und für den großen Rest gibt es dann eine großflächige Verteilung, sehr gerecht eigentlich, aus mal mehr, mal weniger kompakteren Wolken. Temperaturen meist überall im sommerlichen Bereich. Und dann kommt das Wochenende, das wird im Großen und Ganzen recht sommerlich weitergehen. Das Hochdruckgebiet über uns wird weiterhin eben die Luft so aus dem Norden über die Nordsee herangeführt zu uns lenken. Das ist dann auch nicht wolkenlos, sondern eben mit etwas Feuchtigkeit angereichert. Heißt, da sind also auch mal größere wolkige Abschnitte mit dabei, aber auch Sonnenschein. Und vor allem bleibt es eben bei recht milden Temperaturen, ähnlich wie jetzt zwischen ja, 24 und 26 Grad in etwa. Im Südwesten Deutschlands, da rückt dann allerdings schon so langsam der erste Schwung Warmluft dran. Und für die, die es interessiert, Richtung Oberrhein und den Rheingraben entlang, sind dann auch schon vielleicht mal am Sonntag die 30 Grad eben mit dabei. Aber spannend wird es ja dann in Sachen Hitze hoch zum Anfang eben der neuen Woche. Das ist noch eine ganze Woche hin, ist also im hochspekulativen Bereich. Da wird sich auch in den nächsten Tagen noch vieles im Detail ändern. Aber das ist der aktuelle Stand eben der Modellwelt. Amerikanisches Modell gegen europäisches Modell. Wir gehen erst einmal auf unseren
Mega-Wärmebeschwörer, wenn wir immer so nennen wollen, dem europäischen Modell, das hat weiterhin dieses dicke Hoch auch drin. Und diese beiden Tiefs eben über Spanien und Frankreich, die würden vorderseits sehr milde, sehr feuchte Luft in den Süden und Südwesten Deutschlands pumpen. Da ist dann also nicht nur Hitze dabei, sondern auch sehr schwüle Luft eben dabei. Auf der anderen Seite liegt dieses Hoch. Da kommt etwas stabilere und trockenere Luft aus dem Nordosten im Norden an. Da ist natürlich noch unsicher, wo trifft sich das? Kommt diese schwülwarme Hitze weiter in den Norden voran oder bleibt sie eben im Südwesten? Auf jeden Fall müssen wir dann auch hier in dieser schwülwarmen Luft im Südwesten, teils auch im Westen, dann auch mit unwetterartigen Gewittern rechnen, die dort auftreten können. Das amerikanische Modell hat das Hoch weiter südlich, fast eine ähnliche Wetterlage. Auch hier kommt dann eben die eher trockenere Luft im Norden an. Gleichwohl man sagen muss, die Höhenwärme ist deutlich reduziert. Beispielsweise im Nordosten ist es gar nicht mehr ganz so warm, sondern nur noch im Westen und Südwesten lägen wir mitten unter diesem Hoch mit meist wolkenlosem Himmel. Ansonsten gäbe es am Rande des Hochs viele Wolken, was dann natürlich auch die Höchstwerte deutlich drosseln würde. Da würde sich also zu jetzt aktuell nicht viel ändern. Die Temperaturhöchstwerte wären dann so bei 24, 26 Grad in etwa, mit den Wolken auch mal etwas weniger. Und hier käme diese große Hitze durch die Tiefs wohl nur so bis nach Frankreich voran. Ja, das europäische Modell haut dann also die richtige Hitzeblase mit schwüler Luft und Unwettergefahr raus. Das amerikanische Modell hat dann einen ganz schönen Rückzieher gemacht, was das betrifft. Und das ist eben auch die Krux im Moment. Man kann noch nicht wirklich viel sagen, was passiert denn da. Aber so als groben Trend und mein Gefühl, man muss sich doch darauf einstellen, dass die Temperaturen eben ansteigen werden im Verlauf der nächsten Woche. Denn so Hochdruckgebiete können doch sehr stabil sein und es ist ja und wäre nicht das erste Mal, dass in den Modellen alles an Tiefs und Niederschläge, die da berechnet werden, einfach mal so weggehocht werden.